Weiter geht's mit Dreiecken. Im letzten Video hatte ich dir das Konzept von Gleichheit im geometrischen Sinne vorgestellt und hatte dir auch schon den ersten Kongruenzsatz für Dreiecke gezeigt, und zwar den Seite-Seite-Seite-Satz. Und dieser Seite-Seite-Seite-Satz besagt ja, dass wenn du ein Dreieck hast und alle drei Seiten von ihm kennst, also alle drei Seiten, deswegen dreimal S, von dem Dreieck kennst und dann noch ein zweites Dreieck hast und bei dem die Seiten genau gleich lang sind, wie die drei Seiten hier eben, dann sind die beiden Dreiecke zueinander kongruent. Also kongruent war einfach nur dieses Wort, das man in der Geometrie benutzt für Gleichheit von Figuren oder Formen. Kongruent. Und ich hatte im letzten Video ja auch schon erwähnt, dass ich diesen Seite-Seite-Seite-Satz, auch wenn es eigentlich ein Satz ist, einfach mal für uns als unser erstes Axiom einfüge. Und wir versuchen jetzt von da aus immer neue Sachen herzuleiten und zu beweisen. Also wir versuchen jetzt mal so richtig wie echte Mathematiker uns zu verhalten. Und dafür, oder warte, ich mache lieber nochmal kurz einen kleinen Ausflug, um, ich will wirklich sicher gehen, dass du wirklich verstanden hast, was wir jetzt wirklich machen wollen. Also, in der Mathematik läuft es im Normalfall so ab, dass man hier ein paar Axiome hat. Und Axiome war ja nichts anderes als so eine Axiom, am besten mit O. Ein Axiom ist ja im Endeffekt einfach nur eine Grundannahme. Also so eine Aussage, von der man sagt, okay, das ist definitiv wahr. Ich kann es zwar nicht beweisen, aber wir gehen einfach alle davon aus, dass das wahr ist. Zum Beispiel, wie gesagt, unser Seite-Seite-Seite-Satz. Hatte ich dir im letzten Video ja versucht, auch so eine kleine Intuition zu geben, warum man das echt annehmen könnte, auch wenn man es jetzt vielleicht gerade nicht beweisen kann. Oder was zum Beispiel auch gehen würde, wäre, lass mich kurz überlegen. Jede ganze Zahl hat einen Nachfolger zum Beispiel. Also, wenn du das beweisen kannst, bist du auf jeden Fall ziemlich gut. Ich kann es nicht. Das wäre auch so eine Annahme, wo man sagt, okay, das ist ein Axiom, das nehmen wir einfach mal an und schauen mal, was folgt denn logisch daraus, wenn das wahr ist. Das heißt, wir würden jetzt aus diesen Axiomen hier, würden wir jetzt einfach irgendwelche Sachen herleiten. Und diese Sachen, die wir jetzt herleiten, zum Beispiel hier aus dem Axiom können wir was herleiten. Und dann können wir hier noch was herleiten aus dem hergeleiteten hier und diesem Axiom zum Beispiel und so weiter. Und diese Sachen, die du jetzt hier herleitest, die nennt man im mathematischen Sinne dann Sätze. Oder halt, wenn es einer nur ist, ein Satz. Und jetzt siehst du vielleicht schon, wenn das hier ein Satz ist und der hier heißt ja auch Seite, 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 Satz, dann ist der definitiv irgendwie hergeleitet, aber halt von einem anderen Satz von Axiomen. Wir nehmen jetzt unsere eigenen Grundannahmen her und schauen mal, wie weit wir damit kommen. Und damit du halt auch wirklich siehst, wie sinnvoll und wie nützlich dieser Satz jetzt schon ist, will ich gleich sozusagen hier diesen ersten Schritt machen und von unserem eigenen Axiom aus schon den ersten eigenen Satz beweisen. Und dafür zeichne ich dir jetzt erstmal hier hin, wie das Setting sozusagen aussieht. Also ich versuche jetzt mal fix einen Kreis hier hinzuzeichnen. Freihändig ist das immer gar nicht so einfach. Ja, okay. Der ist ein bisschen eckig geworden. Okay, der wird es tun, denke ich. Und was ich jetzt machen will, ist Folgendes. Ich zeichne mir jetzt hier eine Kreissehne ein, also zum Beispiel hier. Also eine Kreissehne ist im Endeffekt nichts anderes als eine Strecke in einem Kreis, die keinen Radius, die keinen Durchmesser hat sozusagen. Also die geht nicht, diese Sehne hier geht ja nicht durch den Mittelpunkt des Kreises, den ich gar nicht eingezeichnet habe. Lass mich die noch eben einzeichnen. Also hier ist der Mittelpunkt. Sondern geht irgendwo anders im Kreis durch, aber er fängt auf dem Kreis an und hört auf dem Kreis wieder auf. Und ich beschrifte die Sehne am besten auch gleich mal. Die geht halt von, ja, nehmen wir einfach von Punkt A zu Punkt B. Und was ich jetzt auch noch mache, ist, ich zeichne hier noch einen Radius ein. Den mache ich mal in Rot. Und zwar hier ungefähr. Also das hier ist der Radius. Na, ich versuche mal ein bisschen geradere Strecken zu zeichnen. Na, das geht auch schon. Und dann nenne ich den Punkt hier jetzt einfach C. Und hier ist auch noch ein Punkt, der ist D. Und den Radius, das sage ich jetzt einfach mal, den habe ich so eingezeichnet, dass diese Kreissehne genau halbiert wird. Also dass diese Strecke hier und diese Strecke hier gleich groß sind oder gleich lang sind. Und jetzt kommt halt das, was wir beweisen wollen. Und dafür können wir diesen Seite-Seite-Seite-Satz nämlich ganz gut benutzen. Und zwar, ich schreibe es am besten hier hin, zu beweisen, dass die Strecke MD, also unser Radius, wenn der die Kreissehne halbiert, dann ist er definitiv orthogonal zu der Kreissehne. So, das hört sich jetzt natürlich wieder
unwahrscheinlich technisch angehört, also orthogonal, das sieht man an einem kleinen Bildchen hier ganz gut, heißt einfach nur, dass die eine Strecke senkrecht auf der anderen steht. Also, dass die beiden jetzt hier senkrecht aufeinander stehen. Und wenn wir das jetzt mathematisch noch ein bisschen genauer machen wollen, damit wir auch ein paar Zahlen haben, auf die wir hinarbeiten können, heißt das im Endeffekt nichts anderes, als dass diese Winkel hier, also im Endeffekt jeder von diesen Winkeln hier, muss halt 90 Grad sein, weil dann stehen die beiden genau senkrecht aufeinander. Ich mache das mal wieder weg, damit die Zeichnung hier nicht zu überladen ist mit kleinen anderen Zeichnungen. Okay, so, wo fangen wir jetzt am besten an? Ich habe ja schon gesagt, dass wir diesen Seite-Seite-Seite-Satz benutzen und der hat ja was damit zu tun, dass Dreiecke zueinander kongruent sind. Nur leider haben wir in dem Bild noch keine Dreiecke. Also würde ich sagen, fangen wir am besten erstmal an und zeichnen uns mal noch weitere Informationen ein, die wir eigentlich schon haben. Und zwar kann ich ja jetzt hier von A, von diesem Punkt A zum Mittelpunkt auch noch eine Strecke einzeichnen. Also, zack, das wäre ja auch wieder ein Radius. Also ich schaue es mal nochmal ran. Und genauso gut kann ich hier ja auch noch eine Strecke reinzeichnen. Das wäre auch ein Radius. Das heißt, die Strecken AM, CM und BM sind definitiv alle gleich lang. Aber viel wichtiger, jetzt haben wir hier erstmal zwei Dreiecke. Also wenn wir hier ein Dreieck und wir haben hier ein Dreieck. Und jetzt können wir halt erstmal schauen, ich habe ja schon verraten, dass wir diesen Seite-Seite-Satz brauchen, ob die beiden wirklich kongruent zueinander sind. Also sind die beiden wirklich hundertprozentig gleich groß? Dein Gefühl sagt dir vielleicht schon, dass das auf jeden Fall so sein müsste, aber irgendwie muss man das ja mathematisch auch beweisen können. Und das machen wir jetzt am besten auch mal. Also, wir gehen ganz einfach Schritt für Schritt vor. Wir wissen, dass AD und BD, dass die beiden Strecken gleich groß sind. Ich nummeriere das am besten gleich mal durch, dann kann man es besser nachvollziehen. Also, wir wissen, dass die Strecke AM, nein, das war gelogen, dass die Strecke AD genauso lang ist wie die Strecke DB. Das habe ich in dem Problem ja schon gegeben oder in der Aufgabe, dass diese Halbierung ja genau dazu führt, dass die beiden Seiten halt dann eben gleich groß sind, wenn es halbiert wird. Und die zweite Sache, die wir wissen, ist, dass diese Strecke AM und diese Strecke BM auch gleich groß sind, weil sind ja beides Radien und Radien müssen ja immer gleich groß sein. Oder heißt es Radiusse? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich nenne es einfach mal Radien. Also, die Strecke AM ist genauso lang wie die Strecke MB. So, und jetzt noch eine triviale Sache, aber ich schreibe es mal einfach mit hin. Die Strecke DM hier, also von diesem Schnittpunkt bis zum Mittelpunkt, die ist ja definitiv eine Seite von diesem Dreieck hier und die ist auch eine Seite von diesem Dreieck hier. Und die Strecke DM ist natürlich genauso lang wie die Strecke DM. Ich hoffe, da stimmen wir jetzt beide überein. Und damit haben wir jetzt gezeigt, dass diese beiden Dreiecke, egal welche Seite wir uns von den Dreiecken anschauen, dass die jeweils immer genau gleich groß sind. Das heißt, wir können jetzt mit diesem Seite-Seite-Seite-Satz hier oben, ich mache es mal ein bisschen in der gleichen Farbe, mit diesem Seite-Seite-Seite-Satz können wir jetzt schlussfolgern in Nummer 4, dass das Dreieck AMD, dass das Dreieck AMD kongruent ist zu dem Dreieck AMD, zu dem Dreieck BMD. Warum habe ich denn da einen Strich drüber gemacht über AMD? Das ist natürlich Quatsch. Also das Dreieck AMD ist kongruent zum Dreieck BMD. Und da muss noch ein Dreiecksymbol davor. Zu dem Dreieck BMD. So, sehr gut. Jetzt haben wir unseren Satz auf jeden Fall schon mal benutzt. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Aber das hilft ja jetzt noch nicht hundertprozentig weiter. Also noch haben wir nicht gezeigt, dass die Winkel hier 90 Grad sind. Aber ich hoffe, du erinnerst dich noch, was Kongruenz denn eigentlich bedeutet. Kongruenz hat ja insgesamt sechs Informationen geliefert. Drei Informationen waren jeweils, dass jede der Seiten, der korrespondierenden Seiten gleich lang ist. Okay, das wissen wir jetzt auch schon, weil das haben wir benutzt, um die Kongruenz zu beweisen. Und die anderen drei Informationen waren, dass alle Winkel gleich groß sind. Und insbesondere ist natürlich der Winkel und der Winkel jetzt hier gleich groß. Also wir wissen jetzt, dass der Winkel BDM ist genauso groß wie der Winkel ADM. Ups, da muss noch ein Winkelzeichen hin. Wie der Winkel ADM. Okay. Und was wir auch noch wissen, das sehen wir allein schon an der Zeichnung, dass die beiden Winkel auf jeden Fall Ergänzungswinkel sind. Das heißt, die formen zusammen beide einen gestreckten Winkel. Und das bedeutet ja im Endeffekt, dass der Winkel BDM plus der Winkel ADM, wie gesagt, die formen einen gestreckten Winkel,
eingestreckten Winkel und deswegen sind die beiden zusammen auf jeden Fall 180 Grad groß. So, und jetzt habe ich hier oben aber gerade schon gesagt, dass die beiden ja gleich groß sind. Das heißt, ich kann ja einfach den einen durch den anderen ersetzen. Also zum Beispiel mache ich aus dem Winkel jetzt hier einfach mal den Winkel BDM. Das spielt ja keine Rolle, die sind ja gleich groß. Und dann fasse ich das mal noch ein bisschen weiter zusammen. Das ist dann 2 mal BDM. Müsste dann 180 Grad sein nach 6. Und ich glaube, jetzt siehst du schon, wo das hier drauf hinausläuft. Und daraus können wir dann ja schlussfolgern. Habe ich noch irgendwo Platz? Ja, ich wechsle nochmal einmal die Farbe. Einfach nur, weil es Spaß macht. Also, zack, machen wir mal hier weiter. Und daraus können wir jetzt die Nummer 8 schlussfolgern, dass der Winkel BDM genauso groß ist wie 90 Grad. Und genauso groß ist wie der Winkel ADM. Das schreibe ich nur nochmal hin, auch wenn wir es hier eigentlich schon stehen haben. Und damit haben wir gezeigt, was wir zeigen wollten. Das heißt, dieser Winkel hier ist 90 Grad und dieser Winkel hier ist 90 Grad. Und okay, das überlasse ich jetzt mal dir. Jetzt kannst du noch zeigen, dass die Winkel hier auch jeweils 90 Grad sind, die beiden hier. Und ja, damit sitzt die Kreissehne orthogonal auf dem Radius des Kreises oder halt andersrum, wenn der Radius diese Kreissehne genau halbiert.